Hallo, hier ist Shiro und heute zeige ich euch, wie ihr euren Charaktergenerator etwas bearbeiten könnt. Wie ihr seht, hab ich schon ein Bild hier eingefügt und ich zeige euch, wie man so ein Bild bzw. so einen neuen Charaktergenerator-Teil hier einfügt. Also, wenn ihr hier zum Beispiel hier die zwei Sachen haben wollt und auch mit der Farbe verändern wollt, dann müsst ihr euch mal erstmal das Bild holen. Das gibt es im RPG Maker Forum. Ich werde einen Link in die Beschreibung packen, da könnt ihr euch das runterladen. Aber man kann es dann nicht färben. Um es dann zu färben, zeige ich euch gleich eine Möglichkeit, wie ihr das machen könnt. Aber erstmal, wie ihr das an sich einfügen könnt. So, dafür müssen wir in den Ordner hier gehen, Generator. Wenn ihr nicht wisst, wo es ist, in Steam, könnt ihr bei Eigenschaften und beim lokalen Ordner, öffnen. Dann öffnet sich das hier und hier ist Generator. Und dann kommt ihr zu diesem Menü. Wenn ihr dann bei diesem Menü seid, ist es unterteilt in fünf Sachen. Hier seht ihr gleich Bilder. Ihr seht schon Bilder, was ist. So, dann gehen wir hier rein zum ersten Ding, zum ersten Ordner und sehen, hier habe ich das eingefügt. Wenn ihr es runtergeladen habt, dann müsst ihr es nämlich umbenennen, nämlich je nachdem, wie die anderen halt heißen. Ihr könnt das hier kopieren und dann für euren einfügen. Ihr müsst nur bei P müsst ihr halt dann Part 09 hinschreiben, beziehungsweise die nächste Nummer, die dann darauf folgt. Und schreibt dann am besten M16 hier rein für diese Teile. Damit kann man dann auch die Farbe verstellen. Wenn es jetzt M17 ist, dann ist das eine andere Farbpalette oder so oder eine andere Ebene. Und ich habe jetzt mich auf M16 geeinigt oder habe mich darauf festgesetzt. Wenn ihr das dann eingefügt habt, dann macht ihr das für jede weitere, wie ihr hier seht. Was für jedes weitere. Und fügt das nach und nach in die einzelnen Teile rein. Um jetzt so die Farbe verändern zu können, braucht ihr dieses Muster. Müsst ihr es in Orange dann umändern. Um das jetzt in Orange oder in dieses gelb-orangeliche umändern zu können, braucht ihr GIMP. So, wenn wir dann GIMP geöffnet haben und ein Detail eingefügt haben, dann können wir hier auswählen per Farbe, also bei Farbe auswählen, draufklicken, das ist dieses Symbol, oder Shift und O drücken und dann am besten Doppelklick auf diese Toolbox machen. Dann öffnet sich das hier und dann könnt ihr den Threshold, also die Schwelle, könnt ihr ändern. Und ich würde es halt sehr hoch die Schwelle machen, weil dann könnt ihr nämlich alles sofort markieren. Wenn ihr das gemacht habt, dann sucht euch hier die Farbe aus, Orange. Ihr könnt auch ein Muster nehmen vom Generator. Das fügt ihr. Ihr könnt das Muster hier nehmen oder so. Das könnt ihr in GIMP einfügen. Und dann mit der Pipette, hier mit der Pipette als Farbe auswählen. Wie hier. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr diesen Bleistift hier nehmen oder N drücken. Die Größe von dem Bleistift halt ganz groß machen. Dann ist es halt so ein Riesenkreis. Und dann einmal Linksklick drauf machen und schon habt ihr hier dieses Ding. Also die orange Farbe. Dann müsst ihr exportieren machen und dann schreibt ihr den Part rein. Also was es ist. TV, Accessory B, P12 und dann Unterstrich C noch dazu. Das ist dann für die Farbveränderung. Dann müsst ihr auf Exportieren drücken und habt es dann exportiert. Wenn ihr das dann mit den SV-Bettlern, mit dem TV und mit dem TVD gemacht habt, dann sieht das so aus. Und ihr könnt das dann in die jeweiligen Ordner einfügen,
die dafür halt gemacht sind. Und dann öffnet ihr euer Spiel, geht auf den Charaktergenerator und habt das drin und könnt die Farbe verändern. Also, ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen und das war schon eigentlich recht simpel. Wenn ihr Fragen habt oder so, schreibt es in die Kommis, gebt mir ein Like oder teilt das Video auch. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.